In diesem Video animieren wir endlich wieder einmal etwas. Das ist im Browser gar nicht so einfach. Es ist zwar gar nicht so schwierig, gleichzeitig ist es aber auch etwas abstrakt, weil was wir hier benötigen, um dies zu tun, das ist eine rekursive Funktion. Und Rekursion, das ist so ein Konzept in der Programmierung, das nicht ganz intuitiv ist oder das auch nicht unproblematisch ist, aber es ist ein sehr, sehr mächtiges Programmierwerkzeug. Und um was es hier geht, eine rekursive Funktion, das ist eine Funktion, die sich selber aufruft. Also wenn ich hier das einmal auskommentiert hinschreibe, damit ich nicht irgendeinen Absturz provoziere. Ich nehme eine Deklaration, deklariere eine Funktion und in der Funktion tue ich irgendetwas. Zeile 1, Zeile 2, Zeile 3 und wenn ich am Ende angekommen bin, dann rufe ich die gleiche Funktion erneut auf. Und weiter unten rufe ich die Funktion auf, dann wird dieser Code ausgeführt und am Ende ruft sich die Funktion selber auf. Und das nennt man Rekursion. Und du kannst dir vorstellen, dass so etwas, wenn das sehr schnell passiert und ein Computer versucht, immer wieder das Gleiche zu tun und das führt dazu, dass er wieder das Gleiche tut und wieder und wieder und wieder. Das kann zu einem Absturz führen oder das ist nicht ganz ungefährlich, so etwas zu tun. Das wird zum Beispiel benutzt, um in Ordnerstrukturen, von denen wir nicht wissen, wie tief das sie sind, mit einer Funktion diese zu durchsuchen und die Funktion schaut immer, gibt es noch weitere Ordner in diesem Ordner, dann muss ich die auch noch durchsuchen, bis sie im letzten gewesen ist. Und wenn sie am letzten angekommen ist, dann muss sie das irgendwie erkennen und zurückkommen. Und was wir hier tun, das ist ein Spezialfall, weil wir fordern vom Browser, von der Browser-Software immer wieder das nächste Frame an. Also wir sind ja hier eigentlich in einer pausenlosen Animation drin, im Browserfenster, das animiert 60 Mal in der Sekunde. Wir sehen es nur nicht, weil wir sehen immer das gleiche Bild. Das wirkt dann statisch und unbewegt ist es auch. Aber eigentlich ist es eine konstante Animation. Und wir können mit JavaScript immer das nächste Bild anfordern und sagen, möchte das nächste Bild. Und in diesem nächsten Bild soll bitte eine Veränderung stattfinden. Und dann wird das gemacht und sobald dies abgeschlossen ist, fordern wir wieder das nächste Bild an. Und das geht immer so weiter, wir kriegen immer das nächste Bild, bis das Browserfenster geschlossen wird. Und das ist dann auch das Ende dieser rekursiven Funktion. Und was uns das nächste Bild holt, das ist diese Methode RequestAnimationFrame. Das ist ein Bestandteil, eine Methode des Window-Objektes. Und das Window-Objekt, das ist das, was alle Informationen zum Viewport oder zum Browserfenster beinhaltet. Und jetzt versuche ich mal so etwas zu machen. Ich schreibe eine Funktion, die vielleicht diese Überschrift hier nach rechts verschiebt. Das könnte etwas sein, was ich tun könnte. Und ich weiß noch nicht, wie das heißen soll. Und dann brauche ich eine Referenz hier zu diesem Element und sage const heading gleich document query selector h1 und hier möchte ich, dass h1 verschoben wird und das kann ich tun, indem ich sage heading style transform und als Eigenschaft nehme ich translate x, also eine Verschiebung auf der x-Achse. Das ist eine CSS-Eigenschaft oder der Wert
einer CSS-Eigenschaft. Die CSS-Eigenschaft heißt Transform. Und hier kann ich sagen Translate X. Und hier soll ein Pixelwert hinein. Und wenn ich das so als Template Literal schreibe, dann kann ich hier eine Variable einfügen, die dann zu gegebener Zeit in einen Wert umgewandelt wird. Die nenne ich x. Und x muss immer wieder erhöht werden. Da nicht let, sondern x gleich x plus 1. Und x können wir mal festlegen als 0. Am Anfang gibt es keine Verschiebung, mit der Zeit wird diese Verschiebung immer höher. Und jetzt kommt der Clou. Ich schreibe hier Window Request Animation Frame und ich übergebe einen Callback, und der Callback, das ist eben diese Funktion foo. Das heißt, das nächste animierte Frame, das nächste Frame, das der Browser darstellen wird, das wird diesen Callback, diese Funktion aufrufen, und diese Funktion wird eine Transformierung dieser Überschrift bewirken. Hier 1 hochzählen, x wird 1 hochgezählt, und dann wieder das nächste Frame anfordern und wieder diese Funktion übergeben, und dann wird wieder die Transformation neu geschrieben und x wieder erhöht. Und dann müsste theoretisch diese Überschrift nach rechts wandern. Und im Moment passiert noch nichts. Ich kann auch mal die Konsole einblenden. Wir sehen keinen Fehler. Und es passiert noch nichts, weil foo noch nicht aufgerufen wurde. Also ich muss hier eine Initialzündung machen, und vielleicht nehme ich zuerst noch alle Variablen, Deklarationen zusammen, und dann legen wir los und ich schreibe foo. Und jetzt setzt sich die Eisenbahn in Bewegung.